Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich weiß nun mehr oder weniger, zumindest denke ich es zu wissen, wie wir daran kommen. Ich habe nämlich gesehen, hier kann man sich tatsächlich dranhaken. Und da oben ist noch so ein Kügelchen. Und mit dessen Hilfe werden wir das doch wohl irgendwie schaffen. Hui. So, wo war die Treppe? Da. Da oben gibt es ja sogar noch eine Schatztruhe. Mal gucken. Ja, Moment mal. Eigentlich braucht man doch da gar keine, oder? Ja, das Ding ist halt, Link schafft es da nicht, das Ding. Aber es muss doch irgendwie gehen, weil... Echt, ich komme nirgendwo sonst weiter. Es muss irgendwo hier hochkommen. Komm schon. Mann, das muss doch hier hoch, hä? Ja, toll. Wow. Ja, jetzt bin ich drüben, ne? Na gut. Hauptsache, es ist geschafft. Und ja, dann geht's hier gleich weiter. Aber ich sehe gerade, hier ist eine Truhe. Aber die kriegt man auf jeden Fall schon mal nicht so. Die ist irgendwo da oder so. Keine Ahnung. Ich bin da echt so ein bisschen ratlos gerade. Aber ich bin froh, dass wir weitergekommen sind. Das war ja im letzten Part nicht ganz so das Gelbe vom Ei. Nein. Okay. Hier in diesem Raum gibt es schon mal keine Truhe. Aber vielleicht irgendeine Fährte. Kann ja sein. Nein. Aber vielleicht wieder 20 Rubine. Man weiß es nicht. Man munkelt. Ja. Das finde ich ganz cool, dass man immer 20 Rubine rauskriegt. Aber hier sind echt... Ja. Alles, das ist alles so ein bisschen suspekt hier. Mann. So, hier haben wir wieder ein paar Gegner. Oh, hier sind sogar mehrere. Oh, das haben wir gut gelöst. Oh, noch ein dritter und der hat wieder so eine hässliche Maske auf. Okay. Oh. Ja, danke fürs Mitnehmen, liebe Rolle, aber wäre jetzt nicht nötig. Warum komme ich da nicht vorbei? Jetzt, dankeschön. So. Oh, hier ist ein Herz drin, das ist gut. So, und hier haben wir einen kleinen Schlüssel. Ja, das ist praktisch. Oh. Und hier brauchen wir wohl diesen kleinen, ich nenne es jetzt einfach mal Partnerblock, so wie in Portal, ihr wisst schon. So. Schön. Ach ja. Hier gibt es auch wieder eine Truhe. Aber die muss man sich bestimmt erarbeiten. Oh, so viele nervige Gegner. Ich hasse es. Aber mit Pfeilen geht das Ganze tatsächlich relativ gut von der Hand. Und dafür bekommt man schon eine Truhe. Okay. Muss man nur noch gucken. Oh. So, den haben wir schon mal. Wow. Und den auch. War jetzt wirklich nicht schwer. Okay, violette Rubin noch. Und da öffnet sich eine Tür. Und da ist jetzt eine richtig große Glocke drin. Ja, aber das Ding bringt nichts. Der Morgenstern, der ist zu schwach. Das bringt jetzt auch nicht so viel. Du.
Mir ist auch mal aufgefallen, man weiß eigentlich noch gar nichts über das neue Zelda. Also rein storytechnisch oder so. Weil sonst spoilern sie ihre Kunden ja immer voll. Die Leute von Nintendo. Mit allem Möglichen. Alle Charaktere und Cards aus dem Mario Kart DLC werden verraten. Aber ja, bei Zelda halten sie sich echt bedeckt. Vielleicht kann man aber auch noch nicht so viel zeigen, weil man noch die Spielwelt füllt. Okay. Eine Nimbus-Garde. Ich glaube, hier brauchen wir zur Abwechslung... Du sollst eigentlich die Schildattacke machen. Zur Abwechslung brauchen wir sogar mal unsere okkulten Künste. Ja, guck mal, wenn das hier sogar angezeigt wird. Aber irgendwie macht Link das nicht so wirklich. Komm schon. Mach deine Schildattacke. Und das funktioniert ja auch so super gut mit dem Nunchuck. Ah, jetzt Helmspalter. Jetzt kommen wir hier so boom, boom und boom. Und da hat es nicht mehr gereicht. So, immer schön blocken. Haben wir das bestimmte Teil. Gerade aber das Nunchuck ist auch so eine kleine Bitch, wenn es darum geht, irgendwie mal was richtig auszuführen. Dazu ist dann halt doch eher die Wiimote gedacht. Ah, da hätte ich schneller reagieren müssen. Ach, komm schon. Oh. Oh, jetzt hat er mich mal getroffen und er macht ein Herz Schaden gleich. Aber jetzt habe ich nur irgendwie an seiner Attacke gehindert. Keine Ahnung wie. Wow. Mach mal schön langsam hier. Komm schon. Jetzt. Ah, boom, boom, boom. Aber er steht noch. Ja, klar. Aber er hat kein Schild mehr. Das ist gut. Oh, das erinnert mich so an Skyward Sword. Weil er die Schwerter so in verschiedene Richtungen hält. Jetzt mach schon. Bam, bam, bam. Einfach mal chancenlos, der Typ. Jetzt macht er sogar gar nicht mal so viel Schaden. Boah, war's das jetzt endlich mal? Das sieht gut aus. Eine große Truhe. Und darin ist der Kopierstab. Mit diesem Stab hauchst du steinernen Statuen Leben ein. Cool. Sieht ja echt irgendwie so aus. Wie irgendwie so Feuer- oder Eisstab. Boah, sieht schon cool aus. Können wir hier bei der Statue da oben gleich mal machen? Ja. Und das bringt uns was? Ach so, wir können jetzt hier mit der so zuschlagen. Aber was hat uns das gebracht? Ach, die können wir mitnehmen. Ach, und die... ja, ja. Und die schlägt jetzt an die Glocke. Oder auch nicht. Aha, und so geht einfach nur die Tür wieder auf. Okay. Cool. Dann haben wir jetzt das Dungeon-Item und damit sollte sich doch echt einiges anstellen lassen. Okay, ich glaube, ich soll den hier übernehmen.
Kannst du das hier vielleicht irgendwie so kaputt machen? Wow. Cool. So. Ja, da würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder zurück. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal eine Menge, was wir noch erledigen können. Ich guck. Ach so, ach ja, warte mal. Da brauchen wir die Statue ja vielleicht noch, aber die kommt hier nicht hoch, oder? Können wir eigentlich die Viecher damit? Nö. Ja gut, dann komm doch nochmal mit. Ah, das ist echt kompliziert. So, komm mal mit. Kannst du hier hoch irgendwie so? Nein? Das ist schade. Aber vielleicht kann ich damit so die Gegner hier so platt machen. Boah. Also das funktioniert damit echt gut. Ja, dann komm mal kurz her. Oder bleib eher gesagt mal stehen, liebe Statue. Kann ich hier denn nichts irgendwie mehr damit machen? Oder gab es hier noch irgendwie so einen kleinen? Ja, da zum Beispiel. Die kann ich doch jetzt hier bestimmt auch steuern, oder? So. Macht schon Spaß. Also generell Twilight Princess überrascht mich von den Items. Also generell alle, ich sag mal, neueren Zelda-Spiele, außer jetzt solche Ausnahmen wie A Link Between Worlds, haben ja coole Items. So wie Skyward Sword mit dem Käfer oder diesem Blas-Dings-Bums da. Aber ich muss sagen, Twilight Princess überrascht mich dann doch gerade so ein bisschen. Wo müssen wir lang? Oh, da. So, und damit können wir jetzt echt eine Menge anstellen. Können wir denn hier eigentlich irgendwas machen? Vielleicht irgendwie so unten rein? Nö. Oder natürlich, man muss so ein Ding da draufstellen. Das probiere ich jetzt mal ganz kurz. Eigentlich ist es auch vollkommen egal. So, und dann gehst du mal wieder ein bisschen in die Mitte. Bringt das was? Nein? Okay, gut, schade. Oh, ich diese Viecher hasse. So gut, hier gibt es zum Beispiel noch eine Truhe, an die wir noch nicht rankamen. Das wird sich doch jetzt hier bestimmt ändern, oder? Ja, wir brauchen hier wohl eine Statue, oder? Ach, warum sind jetzt alle Gegner wieder da? Das ist doch traurig. Traurig ist das. Wir müssen auch nochmal an Anfang zurück, weil da gab es auch noch zwei solche, ich sag mal, komischen Räume, wo man... Ihr wisst schon, wo man das Ding benutzen konnte. Und es gab ja auch auf der Overworld so ein paar Teile. So. Pfeile. Aber hier gibt es auch keine Statue. Aber Moment. Jawohl. Jetzt können wir das Ding hier endlich aufmachen. Und davon endlich was in der Truhe ist. Yay. Cool. So, lass mal schauen. Wow, ein Herzteil. Und ein weiteres Herz jetzt schon. Das ging tatsächlich jetzt so im Nachhinein relativ schnell. Ja, wie muss ich jetzt wieder raus hier? Okay. Okay, jetzt haben wir schon 14 Herzen. Das ist tatsächlich schon ganz schön viel. Und wenn man überlegt, dass wir noch zwei Stück laut meinen Informationen bekommen, sage ich mal. Wenn wir jetzt noch zwei Stück bekommen und dann noch ein richtiges Herzcontainer vom Boss, da haben wir dann jetzt schon 15. Und alt, also so langsam, denke ich mal, könnten wir uns auch an das eine Ding da in der, ihr wisst schon was, wagen. In der, wie heißt es denn? In der Gerudo-Wüste, genau, Gerudo-Wüste. So heißt es.
I, Fliege. So heißt das Ganze. In der Gerudo-Wüste. Da ist ja noch diese eine Höhle da. Diese, ach ja, Drillhöhle hieß sie. Das gab es ja auch schon in The Wind Waker. Und ja, wir haben jetzt alle 4 Flaschen und wir haben jetzt noch so ein paar Herzteile bekommen. Also ich denke mal so, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so empfehlt, wie viele man haben sollte. Aber ich denke mal so mit 16 Herzen müsste schaffbar sein. Vielleicht warte ich auch noch bis nach dem nächsten Dungeon, aber mal gucken. So, ich will ganz nach unten. So weit runter, wie es nur irgendwie geht. Wetten, jetzt geht's hoch. Oh, dankeschön, Spiel. So. Jetzt kommen wir hier. Oh, geht weg. Ach, wie ging denn das nochmal auf? Muss man da. Warum spawnen diese Gegner dauernd neu? Vor allem bei solchen Dingen, die ausgehen, wenn man alle Gegner besiegt hat. Das verstehe ich nicht. Das ist doch einfach nur nervig. Jetzt kommt der Mann. Alter. Das eine geht sogar da rein. Geh da raus. Man hat es schon nicht leicht als Twilight-Bunsen-Spieler. So, noch eins. Meine Fresse, komm her, Mann. So, geht das jetzt auf? Ja. Oh, das ist blöd, dass man das immer neu machen muss. Das haben sie echt, na, nicht so gut gelöst. Mir fällt gerade auf, wir könnten auch einfach unsere Tante mal benutzen. Wo ist sie denn? Hier. Weil wir müssen ja an den Anfang des Dungeons zurück. Haben wir das auch mal gesehen? Oder haben wir das schon mal gemacht? Ich weiß es gar nicht. Also offscreen habe ich auf alle Fälle schon mal gemacht. Aber ob ich es halt, ne, schon mal so gemacht habe, weiß ich gar nicht. Können wir jetzt hier draußen eigentlich irgendwas machen? Weil hier gibt es ja jetzt auch so Statuen. Ja, das guck mal. Das gucken wir später. Und das haben wir schon gesehen. So. Ja, ich weiß. Jetzt können wir jetzt auch die beiden Statuen hier in der Mitte so machen. Nein, nein. Nein. Ich auch nicht. So. Nee, wobei, du kommst mal besser mit irgendwo raus und bleibst dann da. Und wir bekommen eine Truhe. Oh, mit dem zweiten Herzteil. Jetzt läuft's echt. So, was ist jetzt auf der anderen Seite, ist die Frage. Ah, jetzt haben wir schon 2 von 3 Herzteilen, die wir hier bekommen können. So, du kommst mal mit. Und da ist eine Geisterseele. Naja, gut, weil es so Spaß macht, in Anführungszeichen. Ah, wir nehmen dich halt mal mit. Aber ich denke nicht, dass ich da noch alle 60 sammeln werde. So, mehr ist sie nicht? Gut. Kann man die denn jetzt auch machen? Nö. Aus irgendwelchen Gründen nicht. Naja, gut. Dann gehen wir hier mal wieder in den schönen Lichtsaal. So, okay, jetzt sind wir wieder drin. Ja, im Grunde genommen war das ja jetzt alles noch so vor. Jetzt geht ja erst so richtig der Dungeon los. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Hallo, ihr seid da ja wieder. Wollen wir dann? Jo. Wir wollen dann. Kann man das Ding jetzt auch machen? Warum geht das denn nicht? Weil das sind doch eigentlich genau die Statuen, mit denen man das machen kann, oder nicht? So, hier kommt man noch nicht durch. Da braucht man wohl irgendwas Größeres. Und wie hat man das nochmal... Ach ja, einfach hier drauf schieben, ne? Genau. Ach, stimmt ja. Ach, ich denke mal, das gibt dieses Mal auch keinen Schlüssel in dem Sinne, sondern einfach eine Statue, die man... Oh Gott, muss man die dann durch den ganzen... Oh nee.
Irgendwie fürchte ich, wir müssen dann die Statue durch den gesamten Dungeon so lenken. Das wird echt ein tolles Erlebnis. Nicht. Kann man das jetzt hier auch damit zu machen? Nö. Ja, Zelda hat ja in Hyrule Warriors auch den Kopierstab. Und da ist es, wenn ich mich recht entsinne, sogar ihre stärkste Waffe. Sie hat ja noch den Rapier und was war es gleich noch? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber es war definitiv eine ihrer stärksten Waffen. So, hier haben wir alles. Und hier brauchen wir einfach noch einen Krug. Genau. So. So. Ja, ich würde sagen, das war es auch erstmal wieder für diesen Part. Im nächsten Part gucken wir, was wir noch so verpasst haben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.